So, jetzt sind wir auch live. Und jetzt darf ich anmoderieren. Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir haben ja schon ein paar Parts gespielt. Könnt ihr euch nochmal auf unserer YouTube-Seite angucken. Und werden jetzt mit dem gleichen Spielstand fortfahren. Ihr werdet also nichts verpassen. Und falls ihr die ersten Teile noch nicht gesehen habt, einfach mal nachholen. Zur Story können wir schon mal eben einführen für die, die jetzt wirklich live dabei sind. Was passiert überhaupt? Wir sind in Wir haben ein. unsere Freunde verloren. Unsere Wir haben die Freunde verloren, ja. Frau sogar, die ist hier irgendwo im Haus gefangen, hat uns eine Botschaft geschickt. Wir möchten bitte kommen oder auch nicht kommen. Wir haben es natürlich aus Liebe getan, sind jetzt in diesem Hillbilly-Haus der Bakers. Und jetzt müssen wir gucken, welcher der richtige Spielstand ist. Da Ist das die der. Spielzeit? 13 Minuten? Wir haben noch nicht nur 13 Nein, nein, Minuten. nein. Das ist die Ach, 1 Stunde Uhrzeit. 42, da dann der untere wahrscheinlich, ne? Ah. Genau, 1 Stunde 42, genau. Und haben unsere Frau schon gefunden, die aber irgendwie leicht eine andere Waffel hat. Wir wissen aber noch nicht warum. Auf jeden Fall hat sie uns schon eine Hand abgeschlagen. Die ist doch schon, die haben wir doch schon umgebracht, die haben wir schon, Ja, meinst du, die ist wirklich tot? Ich ja. weiß es nicht, ich bezweifle es. Ja, da sieht man noch mal eben kurz die Zusammenfassung. Ja, Zoe leitet uns so ein bisschen durch dieses Herrenhaus, durch dieses Anwesen. Wir denken ja, dass Zoe die Tochter ist. Wir haben auch, Ja, glaube ich, schon ein Foto ja. gesehen von einer jungen Frau, dessen Gesicht auch durchgestrichen, durchgekritzelt war. Ich denke mal, das wird Zoe sein. Vielleicht ja die ausgestoßene Tochter, die so ein bisschen halbwegs normal ist. Im Gegensatz zu dem Vater, den wir schon kennengelernt haben. Und dem Sohn, dem auch beim Essen eine Hand abgeschlagen wurde. Habe ich das auch richtig gesehen? Ja, Hat er dem einfach mal die Hand kleiner Bruder abgeschlagen? oder was war das? Irgendwie Ja, Jack kleiner ist der Sohn. Sohn, oder nicht? Der Ist das Sohn, der John? genau. Sohn? Und Sohn? die Mutter hat sowieso einer davon. Und die Granny, die hat bis jetzt immer nur stoisch in ihrem Schaukelstuhl gesessen. Lädt er auch noch, oder? Er lädt, ja. Sieht jedenfalls so aus. Hoffnung auf Das Flucht. Ding ist, Ja. heute kam nämlich ein Patch raus und ich habe jetzt, Quasi First Day Patch, wa? Ja, Das soll das die ist. Ladezeit unten sein, die quasi. Ah, das dauert echt noch ein bisschen länger. Jetzt echt jetzt? Ich denke mal, ne? Ja, wir haben auf jeden Fall auch schon eine Waffe. Wir sind auch schon zwei, dreimal gestorben, glaube ich, weil wir einfach nicht wussten, wohin. Zweimal, glaube ich, ja. Ja, ich glaube dreimal sogar schon, weiß ich nicht. Wir spielen übrigens auf normal und nicht auf einfach. Nicht, dass das jetzt irgendwie Grund sei, stolz zu sein. Aber nur nochmal, um das zu betonen, falls wir jetzt oft verkacken, dann kann das daran liegen. Das Spiel, habe ich gehört, soll auch relativ kurz sein. Ich glaube, 15 Stunden oder sowas habe ich nicht doch gehört. so lang. Ich hätte jetzt 15 auf Stunden. 9 oder 10. Jetzt kannst du. Aber wegen Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch einen schwierigeren. Madhouse heißt er, glaube ich. Ich glaube, erst wenn man es durchspielt, ne, oder? Ja, aber für die, die es vorbestellt haben, die haben es schon früher bekommen. Die dürfen das jetzt schon Die es vorgestellt haben. spielen. Ja, genau. Das ist schon wieder so dunkel. Warum ist Ja, denn hier ich so. weiß es nicht. In den Videos ist das deutlich. Ich versuche mal währenddessen mein Glück hier am Fernseher. Gucken, ob wir ein paar Sachen ausmisten können, aber eigentlich sieht unser Inventar noch ganz gut aus. Weiß auch nicht, ob wir nachher irgendwie durch Upgrades ein bisschen mehr Inventarmöglichkeiten kriegen, dass es da unten weitergeht. Führerschein, Autoschlüssel. Oh ne, das war jetzt das Gegenteil von werden. Führerschein, E-Mail, Autoschlüssel brauchen wir sicherlich nicht, deswegen gehen wir jetzt mal bewaffnet mit einem Messer und einer Kleinkaliberpistole mal aus unserem Safe Room. Bald der Molle fertig ist, das Bild einzustellen. Was nicht. Nee, ne, also irgendwie Ja. nicht. Wenn ich aber im Spiel was einstellen kann, muss. Zeige. Anzeigen. Helligkeit, da unten. Ah, Ah, ja, kein okay. Wunder, ey. Im Ja, okay. Video sieht man manchmal, wie wir da rumgurken, und ich denke dann immer, wieso sieht man denn so viel im Video, aber auf dem Monitor haben wir nichts gesehen. Ja, Oh ein Gott, ganz jetzt anderer sehe ich auch mal Schnack was hier, sagen. ey. Da bin ich zu behindert? Ja, okay. So, also, was ist denn nochmal unser Missionsziel jetzt überhaupt? Aus dem Haus fliehen ist klar, zur Eingangshalle kommen. Ich gucke auf die Map gerade. Die Eingangshalle ist da drüben. Die Tür, sieht man aber am roten Balken, ist verschlossen. Und ich weiß nicht, ob dieser Stier, den wir gefunden haben, hast du noch einen Schiller drauf, mein Headset, der Schlüssel für diese genannte Tür war. Hier hat uns übrigens der verfickte, darf man wirklich fluchen? Ja, bestimmt. Ja klar, Dieser fluch so viel wie du willst. scheiß Hillbilly-Vater hier eine Schaufel durchgerammt und hat uns ziemlich erschlagen. So, also mal gucken, passt jetzt hier. Ja, das sieht doch gut aus. Der komische Stier rein oder ein Zentaur ist es am Ende. Ja. So. Müssen wir noch was? Nee. Oh. Was?
Oh, da bewegt sich. Ach, ein Ventilator. Da hinter, hinter Balken. Ja, was? Ventilator. Okay, jetzt bin ich. Ja, wir sind doppelt drauf reingefallen. Egal. Oh, das ist gut. Wackeldackel. Shoot me. Shoot me. Das machen wir erstmal nicht. Warum denn nicht? Wir können das nicht verstehen. Schießpulver. Wahrscheinlich nachher Munition mitbauen. Noch eine antike Münze. So eine haben wir schon. Kann ich auch nur aufnehmen. Oh. Also die Paranoia obliegt. Das könnte Zoe sein. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Das sieht aus wie der nächste Schlüssel. Wir brauchen drei Köpfe, Zerberus-Köpfe. Ah, ja, okay, okay. Köpfe fehlen, also wir müssen... Irgendwo... Oh Mann, ja, ey. Aber da hatten sie mich auch gerade. Ja. Ich weiß ja auch schon, what the fuck kommt jetzt da? Ich muss mal kurz mit der Steuerung mich vertraut machen. Bücken kann man sich auch irgendwie. Ja, ich glaube reindrücken den linken. Nee, den reindrücken rechten. Ist sprinten. Achso. Ach, den rechten reindrücken. Ich weiß aber nicht, inwiefern man sich jetzt wirklich vor den Leuten verstecken kann. Ja, Uhrpendel, das ist auch so typisch Resident Evil, ne? Ja, eine Uhr, ne? Nee, auch allgemein dieses Menü, dass du dir die Sachen nochmal von an angucken kannst. Ja, deswegen auch Back to the Roots so ein bisschen, ne? Aber es gab im ersten Teil, in diesem auch diesem riesigen Haus, einen Raum, da hat nur die Uhr getockt. Und da musstest du, das war glaube ich so ein bisschen schlauchig, war auch schon ziemlich geil. Ja. Also nochmal zusammenfassend, irgendwas stimmt hier in diesem kleinen Kaff nicht. 20 Personen vermisst, keine Spur. Ich kann euch sagen, Bakers sind wir. So, hier haben wir... Hui! Kann die Diashow laufen? Jack passt seine Münze rein. Oder Sache? Oder auch nicht. Guy Hunter, da muss wahrscheinlich ein Adler oder was auch immer. Noch skippen oder was? Ne, das bringt nix. Ich dachte schon, die kann man vielleicht hier reinlegen. Haben wir irgendwas anderes, was Sinn ergeben würde? Auf den ersten Blick eher nicht. Ach, netter Versuch, haben wir so eine Trophäe freigespielt? Uhrenpendel. Ne, ich würde mal sagen, hier passt nichts. Ich würde ja immer noch gerne wissen, wie wir eigentlich aussehen. Vielleicht kommt nochmal ein Spiegel oder so. Der Band aufschaut und einen Adler anguckt. Ja. Erkunden wir mal die Empfangshalle weiter. Flüssige Chemikalien. Sehr schön, haben wir schon mal einmal ein Midi-Pack, wollte ich gerade sagen, mehr. Meinst du eine flüssige Chemikalie? Ja, kannst du doch mischen mit Kraut. Kraut. Aha. Die Tür irgendwie zu machen, bitte. Hier ist ein Gewehr. Oh, ein Schrot. Ah, haben wir sogar schon. Fuck, ich hab was getriggert, ey. Scheiße. Ah. Muss du wohl wieder reinlegen, wa? Meinst du? Ja. Ja, das. Meint mir so. Vielleicht was anderes in der Größe finden, vielleicht sowas wie ein Besen oder so. Haben wir auf den Tisch schon geguckt? Ich glaube nicht. Irgendwas da. Da liegt irgendwas leckeres Essen. Ich finde das ja auch geil, wie die Figur jetzt auch schon alleine hier, wenn ich so an Balken gehe, mit der Umwelt interagiert so ein bisschen, dass man ab und zu mal die Hand sieht, dass man auch wirklich weiß, okay, man hat hier einen Menschen, den man steuert und nicht irgend so einen Ego-Schimpansen. Ach hier, ne, da waren wir auch schon. Da waren so, wir schon. Dann trauen wir uns jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Eingangshalle sieht soweit. Das ist ein, hä? Skorpion, da. Das Skorpion. War diese Tür, ja. Was war, wir hatten doch vielleicht noch keinen Skorpion.
Doch, doch, auf der rechten Seite. Die war verschlossen, die Tür, da gegenüber. Da hast du nicht gesagt, das soll ein dreiköpfiger Drache sein oder so? Nee, das war die linke Tür, die rechte Tür. Oh. Skorpion. Zoe? Evelyn. Evelyn. Auch eins der Opfer. Opfer! Evelyn, du Opfer. Aber, ja, ist gut. Mal die Tür zu machen. Objekt. Vielleicht die Pendeluhr oder irgendwas, die nicht verwendet wird. Eine Pendeluhr. Oh, hier. Die Green Packers scheinbar. Nee, leider nicht. Da war auch noch. Was war da oben? Oh. Gehört? Nee, ja, wirklich Paranoia. Ich denke mal schon, da ist auch irgendwas gehört. Oh. Ja, also sie lebt doch noch. Wie kommt sie denn immer von einem auf den anderen? Sonst gesund sieht sie nicht aus. Nee. Bestimmt Evelyn. Da rechts ist eine Uhr, da hängt eine Uhr über ihr. Bleib schön sitzen, Oma, du. Da kommt da irgendwas, wenn wir zurückgehen, irgendwas wird da kommen. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir überhaupt? Wir sind auf jeden Fall im Haupthaus, im ersten Obergeschoss, und das sieht aus wie ein Flur. Oh Gott, warum muss ich eigentlich die ganze Zeit spielen? So. Weil ich aufgehört habe zu spielen. Ja? Weitläufig, ne? Das ist richtig. Nee, das ist jetzt, weißt du noch, die Treppe beim Speisesaal gegenüber, die war ja versperrt. So mit ganz vielen Sachen. Du bist jetzt quasi dort oben. Nee, weiß ich nicht. Hier komm ich nicht ran. Mit Messer kannst du es kaputt hauen. Ah. Oh, Schlüssel. Hä? Achso. Durch Schlüssel. Denken zu einfach, ne? Ja, glaube ich auch. Eine Münze? Eine Münze. Ja, nicht mehr geil war. Alles ist eine Münze. Naja, aufschießen das Schloss. Aufpacken. Hendrik, wenn du uns flüssig sehen kannst, gib uns mal ein Feedback per WhatsApp. Der kann auch da. Ich glaube, der ist gar nicht dabei. Was? Hendrik? Nein. Alter. Schmendrik. Nein. Ist er nicht. Schande auf sein Haupt. Ganz, ganz. Hier kann ich Blumen, also im, das muss man dem Haus ja lassen. In jedem Zimmer oder in vielen Zimmern ist auf jeden Fall ein frischer Blumenstrauß. Ich hab hier mal einen, egal. Ein Badezimmer. Schön eingerichtet. Neuesten Fliesen. Das Modell. Oh, was ablassen. Erstmal drücken. Ja, da ist schon was versteckt gleich drin. Pistolenmunition, super. Das ist kein gutes Zeichen, wenn du so viel Munition hast. Die Toilette kannst du nochmal reinkratzen. Eine Münze. Die ganze Münze. Flopapier für meinen Arschloch. Eine Holzstatue. Alles klar. Können wir noch was machen? Und wer weiß was. Das sieht aus wie mein Stuhlgang nach der Kohlfahrt. Ja. Vielen Dank für die Info. Machen wir alles wieder zu. Beweise vernichten, dass wir hier waren. Ich habe immer so ein bisschen, nicht Angst, aber immer so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen oder übersehen, aber guckst du auch schon mit. Ich gucke auch mit, ne? Also ich glaube. Es sieht aus, als wäre hier erstmal nichts mehr, ne? So, was haben wir jetzt hinter dir? Oh, ja. War doch klar, dass der noch lebt. Heck of a thing, this show shit beats the hell out of dying. Okay, my little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Jetzt mal die Tür machen hinter mir. Die Waffe nehmen vielleicht? Kannst du nach oben drücken? Wollte ich nach oben mit dem D-Pad. Ach, einfach gut. Ach, die Oma ist das auch ein. You're fucked! Die Frage, wie soll man den jetzt los? Muss man den. Oh, das ist ja schon.
Muss man dir jetzt... Don't worry, I'm still here. Don't worry, I'm still here. Warte mal. Man muss bestimmt umhauen. Meinst du, ich muss ihn umhauen? Ja. Ich dachte schon, die Alte hält die Tür jetzt so, die von uns. Die Tür ist dafür offen, ne? Kann das sein? Hier rechts? Ah, nee, das war ja... Ah, ich kann ihn nicht nehmen. Logik. Stay right there. Oh, ja. Ja, ich versuche jetzt mal irgendwie... Aber mit dem Messer, meinst du mit dem Messer? Was hat er denn überhaupt hier? Nehmen wir jetzt mal kein BD-Pack, okay, wenn es okay ist für dich. Nicht weil du spielen sollst, sondern einfach nur, weil ich mir nicht sicher bin, ob man den wirklich... Hat er ja nicht in der Hand. It's over, boy! Das ist ein, Vertikul... Nee, wie heißen die Teile? Oh, Vertikutierer, oder ja, was? Ja, du meinst, er schützt dich jetzt? Nee, aber vielleicht kann ich muss ihn ja irgendwie töten oder irgendwie so verwunden, dass er aufgibt, mich zu verfolgen. Und deswegen wollte ich mal aus dem Hinterhalt ihn mit beiden Händen anzugreifen. Vielleicht klappt es ja, vielleicht kann man sich ja wirklich vor den verstecken, dass er irgendwann wieder abhaut. Das ist. Nichts! Mal nein. Kurz einen Schluck Tee trinken. Natürlich. Was denn? Ich wollte nur sagen, dass jetzt nicht die ruhmreicheste Taktik wahrscheinlich ist, aber danach geht das ja nicht. Wir sollen auch keine Helden spielen. Here I come. Komm her, du Arschloch. Hier, die, guck mal, die Flinte bekommen. Wo? Das Ziel. Das ist... Warum ist auf einmal die Flinte bekommen, das Ziel? Ja, wir müssen irgendwas Schweres basteln, was wir dem der Statue in die Hand drücken können. Yeah, Piggy, Piggy, Piggy. Das macht ja auch keinen Sinn jetzt hier. Ja, einfach die... Guck mal. Okay, alles klar. Der Dude hat uns hoffentlich nicht gesehen. You can't hide from me, boy! Jetzt mal, boy? War jetzt mal, war definitiv nichts, ne? Irgendwas muss hier herumliegen, was wir nehmen können. Ach hier, der Billardkugel vielleicht. Brettspiel. Ach nein, Hauptsache wir haben antike Münzen. Verarbeitung, wir haben einen eigenen Verarbeitungsbereich. Wenn wir uns reden, kann er unsere Leute das Fenster auch gleich sehen. Oh, das ist eine Tür. Mia, ah, wir haben keinen Platz. Was haben wir denn jetzt in unserem scheiß Inventar? Ach, mix nein. Mal, mix mal. Kombinieren, oben R1. Ach so. Genau. Genau, so jetzt hast du. Ah, sehr gut. Ja, aber da haben wir wieder keinen Platz, wenn wir jetzt wieder dieses... Jetzt ist er da. Also Arschkopf. Where in the hell you think you're going to, son? Also wie der sprintet, so möchte ich mal... Ja, wir müssen glaube ich in unser Safe Room und ein bisschen, bisschen Ballast abwerfen, hätte ich fast gesagt, oder? Weil sonst können wir mit unserem Inventar nicht großartig weiter. Ja, definitiv. Ich packe jetzt mal eben. Müsste doch hier gleich sein, oder? Bist du vorne direkt durch. Ah, genau. Packe hier ein paar Sachen da ab. Ich kann mich ja doch, wenn du willst, heilen. Also mir ist es egal. Also. Das haben wir noch nicht rausgefunden, was da drin ist, ne? So. Und ich glaube, hier ist auch, glaube ich, wirklich safe von so wie Resident Evil 1, dass ja, du hier ja, nicht angegriffen wirst, ne? Das ist definitiv safe. Ach so. Haben wir hier vielleicht noch einen eigenen Fernseher? Nee, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Was wollen wir denn hier lassen? Wir sagen die Uhr erstmal, oder? Die Uhr? Also ich kann so auch die Pistole weglegen, drauf. Weil die verwendest du ja so und so nicht, die Pistole.
Die Schrotmuni kannst du wegpacken, zum Beispiel. Erstmal. Dann, Muss ich die erstmal. Genau. Lass ich die Chemikalie einfach hier erstmal. Hm? Wir haben erstmal drei Sachen zum Heilen. Genau, Schießpulver. Ah, hier, mit flüssiger Chemikalie herstellen. Ach, Pistolenmunition herzustellen. Lass ich auch erstmal hier. Okay. Dann haben wir erstmal wieder. Und einen Hilfearzt, lass ich auch erstmal hier. Kannst du ja verwenden, einen. Ach, brauche ich nicht. Ja, soll ich verwenden? Ja, verwenden. Objekt benutzt. Das ist immer schön, wenn man sich so heilen kann, ne? Einfach mal über den Hand schütten. Ja, schon geht's dir wieder gut. So, das heißt, wir haben jetzt. Bullshit. Die Munition. Hau ich mal. Kann ich dir überhaupt Dings raufpacken auf den. Das hier. Die Holzstatue. Warum die Holzstatue? Ja, die brauchen wir, denke ich mal. Ich will die Muni auf den Platz packen, da sag mal, hallo. Weg benutzt. Egal, wir haben jetzt drei Plätze frei. Ich würde sagen, wir riskieren jetzt mal wieder rauszugehen. Ja, meinst du, wenn ich jetzt die Pistole nehme und ihn erschieße, dass er dann wieder für einen gewissen Teil des Spiels weg ist? Ja, ich denke mal, da wirst du nicht drum rum. Ihn zu erschießen oder was? Ja, zumindest erstmal für den Moment. Oh fuck, ey. Jetzt läuft er vor dir weg. No way out, you know. You know. Wo steht er noch? Ach, bringt jetzt ja auch nichts die ganze Zeit da. Immer nicht gespeichert gerade, kann das sein? Gut. Na, da lacht er die Pistole. Hä? Ja, da lacht er die Pistole. Ich weiß nicht, was der ist. Ja, dann nehme ich jetzt die Pistole. Ich wüsste wie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich was bringt. Come on! Ach, schön, dass du immer sagst, dass ich nachladen muss. Das Ding abnehmen jetzt hier, wäre es schön. Das wäre geil, ne? That's not very nice. What the fuck, ey? Warum denn das jetzt? Warum steht denn jetzt einfach wieder auf? Na, so wie zum Thema Pistole. Oh, da ist er schon wieder. Ganz schön gut auf die Beine, der Junge. Alter, wie sprintet der Dude denn hier, Alter? Meinst du, man muss. Okay, meinst du, dass ich glaube, man muss einfach fliehen, glaube ich. Ich glaube, man hat sonst einfach keine andere Wahl. Ich bin relativ sicher, dass dieser scheiß Gegenstand, den wir brauchen, in diesem Raum drin ist. Wollen wir die Twitter uns zumachen? Beeil dich mal. So, Augen auf. Schießpulver. Schön. Schön das Inventar wieder voll machen. Super. Das Opferalbum, der Jungs. Where's Martin Leeson? Vielleicht ist es auch so, dass wir uns hier. Where are you? Hier. Say, once family, always family. Okay, sieh doch endlich weiter, ey, hier ist keiner. Soll ich mal aufstehen? Ach doch. Zum Fernseher, ne? Hä, ist der rausgegangen? Fernseher. Ja, ich habe. Ich weiß mal jetzt.
Warum ist der Dude hier gleich wieder? It won't be long before I find you and kill you. Aber man kann sich auch schnell mal von dem verstecken. Nice. So, Mia, machen wir mal ein Video gucken. Wie haben wir es nicht gerade eh schon gesehen? Hier war doch gerade im leichten Raum, oder? Jetzt kommt dafür so eine Vision wahrscheinlich, oder? Ist das so eine Vision? Old. Ethan, please watch. Diese Kugel an. Das ist old. 19. Juli 2007. Was ist nicht klar? Hä? Was hast du gemacht? Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. I can't let her catch me again. Margarita! Komm, wir sprechen mal eine Runde hier. Na, Babys? Babys! Aber keine echten, keine Angst, liebe Zuschauer. Das sind nur Puppen. Hier sind irgendwelche Umbrella Corp Tanks. Okay. Jetzt wollt ihr mich verarschen? Hallo? Hallo? Will ich doch gerade durchlaufen. Ja. Schutz jucken, Entschuldigung, wir kratzen. Oh, guck mal. Oh. Was? Licht ist ausgegangen. Hä? Aber nur in der Ecke. Hier hat sich aber viel Schrott angesammelt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt gehört zur Szene dazu. Okay. Also du musst dich verstecken rufen. Das krieg ich hin. Ach, viel Erfolg. Boah, versuchen. Kurz mal Nase putzen. I am sick and tired of your bullshit. I need to hide. War alles dicht. You've been a bad girl. Du bist nicht schlecht, Bro. Ja. Also richtig drauf. Wie soll das gehen? Ja, ja, darf normal. Mit dir. Ja. Die Elite am Pad. Wir haben mehrmals gestorben, als wir Stunden gespielt haben. Ne? Ja. Hier drauf. Wo sind wir denn jetzt hier, Bro? Ich denke mal auch wieder in so einem Anbau oder so. Aber wenn ich jetzt hier wieder reingehe, dann passiert die gleiche Scheiße nochmal. Ja, musst du dich vielleicht einfach nur ganz dumm hinter der... Kannst du verstecken, Junge? Ja, vielleicht ganz... dumm hinter der Kiste einfach nur, weil ich weiß nicht, ob das geht. Ich werde doch mal stehen bleiben, genau, vielleicht. Er hat doch mal die Fresse statt dich. What have I done?
done to deserve this except open my home and feed you? Oh, die wird sogar von Motten begleitet, die Alte.